Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich werde relativ oft gefragt, vor allem von Leuten, die mein System nicht kennen, wie lange man denn braucht, um sich vorzubereiten und so weiter. Und ich möchte etwas Grundsätzliches sagen, weil hier wird das Thema Zeitplanung angesprochen und genau dazu möchte ich etwas sagen. Und zwar, wenn wir uns zunächst mal das Element Zeit hier rausnehmen. Zeit ist eine sehr merkwürdige Sache. Es gibt sogar Leute, die sagen, wir leben hier in einer Illusion. Also wir leben in einer Zeitillusion. Aber das hilft uns nicht weiter. Wenn wir diesem philosophischen Gedankenstrang folgen, dann kommen wir hier konkret nicht weiter. Aber was uns weiterbringt, ist zu begreifen, dass Zeit, und das weiß man schon sehr lange, zwei Dimensionen hat. Zeit hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension haben die Griechen genannt, weil sie für Zeit Götter hatten, hatten die Griechen zwei Götter für die Zeit. Der eine Gott heißt Kronos. Und das kennen wir von dem Chronometer. Das ist ein vornehmer Ausdruck für die Uhr. Und der andere Gott heißt Kairos. Und was ist hiermit gemeint? Kronos misst eindeutig die Quantität. Quantitativen Aspekte. Der quantitative Aspekt der Zeit. Und damit sind wir bei Messeinheiten. Wir sind bei Stunden, bei Tagen, wir sind bei Minuten, wir sind bei Sekunden und so weiter. Das ist das Übliche, was wir aus der BWL kennen, ne? Quantitativ und der Gegenpol, wie immer, so auch hier, ist qualitativ. So. Und wenn ich sage, die Sache mit der Zeitplanung, dann meine ich damit, dass die allermeisten Menschen nur fixiert sind auf den quantitativen Aspekt der Zeit. Und dass auch unsere Kultur so durchsetzt ist von diesem quantitativen Aspekt der Zeit. Dass aber der qualitative Aspekt der Zeit genauso gleichwertig existiert. So, was heißt das? Das heißt, wenn wir eine Zeitplanung machen, zum Beispiel, wie viele Monate brauchen wir, um gut vorbereitet zu sein auf eine Prüfung, sagen wir zum technischen Betriebswirt, dass wir neben dem quantitativen Aspekt auch den qualitativen Aspekt mit berücksichtigen. Qualitativ bedeutet, wir brauchen nicht nur Zeit, wir brauchen Zeit am Stück, das sei vielleicht noch ganz kurz dazwischen geschoben. Quantitativ heißt, wenn Sie lernen, wenn Sie sich vorbereiten auf eine Prüfung, dann brauchen Sie Zeit am Stück. Ganz selten gelingt es, den Lernstoff in so kleine Lerneinheiten zu zerlegen, dass Sie auch mal 5 Minuten in der S-Bahn oder 7 Minuten beim Warten auf einen Freund, der sich ein bisschen verspätet hat, investieren können. In meinem System habe ich das gewährleistet, zum Beispiel über Lernkarten und zum Beispiel über Hörbücher, wo man mal ein paar Sätze bzw. ein paar Fragen und Antworten, zwei, drei Fragen und Antworten hören kann. In solchen Phasen, wo man wartet, wo man feststeckt, wo man in der S-Bahn sitzt oder wie auch immer, kann man kleinere Einheiten nutzen. Ja, das ist eine Einteilung, eine Parzellierung des Lernstoffes, die zu unserer modernen Zeit passt. Aber grundsätzlich, wenn es um tiefere Zusammenhänge geht, brauchen Sie Zeit am Stück. Ja, mal eben hier 2 Minuten lernen und dann wieder ein Telefonat führen und dann 5 Minuten lernen und dann ein Gespräch führen und dann wieder und so weiter. Das funktioniert nicht. Sie brauchen Zeit am Stück, aber Sie brauchen gute Zeit am Stück. Jetzt kommt der das ist ein L hier, qualitative Aspekt. Gute Zeit. Sie brauchen gute Zeit am Stück. Das ist die Grundformel. Wie gesagt, zum Wiederholen und auch zum Vertrautwerden können Sie Hörbuch, Lernkarten und solche Dinge verwenden. Aber vom Grundprinzip her brauchen Sie gute Zeit, also insgesamt
diese beiden Erkenntnisse aus der quantitativen und der qualitativen Richtung zusammengefasst, Sie brauchen gute Zeit am Stück. Was ist gute Zeit? Gute Zeit ist ungestörte Zeit, ist eigentlich nicht Zeit, sondern gute Zeit ist freie Aufmerksamkeit. Freie Aufmerksamkeit. Das ist gute Zeit. Gute Zeit ist gleich freie Aufmerksamkeit. Von daher, wenn ich jetzt im Folgenden in dieser kleinen Serie über die Sache mit der Zeitplanung spreche, wird ein Schwerpunkt sein, wie man freie Aufmerksamkeit erreichen kann. Das geht dann ein hier als gute Zeit und aus der quantitativen Richtung kommt die Forderung, dass man am besten so plant, dass man gute Zeit am Stück hat. Ja, das ist also der Grundgedanke, der uns in dieser Serie hier beschäftigen wird. Wie erreichen wir freie Aufmerksamkeit und wie können wir so planen, dass wir Zeit am Stück haben? Gute Zeit am Stück, das ist das, was der Lernende braucht. Und was gut ist, habe ich erklärt, gute Zeit am Stück. Das ist die Formulierung, die Sie sich vielleicht aufschreiben sollten. Und dann können Sie ein paar Änderungen in Ihrem Leben vornehmen, wenn Sie möchten, die zu diesem Ziel führen. Wie erreichen wir gute Zeit am Stück? Und ich will, weil ich jetzt hier eine Serie beginne, in diesem ersten Teil eine Sache Ihnen als Tipp geben, die Sie sofort umsetzen können. Gute Zeit am Stück haben Sie in den frühen Morgenstunden. Und jetzt werden einige einen Schreck kriegen, aber gute Zeit am Stück, die ideale Zeit zum Lernen, wo beide Bedingungen erfüllt sind, ist ab 4 Uhr morgens. Muss das 4 Uhr morgens sein? Nein. 5 Uhr tut's auch. Ja, überlegen Sie, wann Sie normalerweise Ihren Tag beginnen, vielleicht so 6, Viertel nach 6 mit Aufstehen und dann Körperpflege und diese ganzen Dinge. Überlegen Sie, ob Sie vielleicht da eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde früher aufstehen können. Also wenn Sie Viertel nach 6 aufstehen, dass Sie Viertel nach 5 aufstehen und wenn Ihnen das im ersten Moment zu brutal erscheint und Sie sagen, das schaffe ich nicht, dann 20 vor 6. Und dann haben Sie eine halbe Stunde gute Zeit am Stück. Ja, also gute Zeit am Stück und das ist eines, ich glaube, der wenigen echten Geheimnisse. Leute, die produktiv sind, Leute, die was geregelt kriegen, wissen, dass die frühen Morgenstunden gute Zeit am Stück garantieren, dass die Qualität, hier, wir sind wieder bei Kairos, qualitativer Aspekt der Zeit, die Zeitqualität in den 24 Stunden, in die wir den Tag einteilen, nie so gut ist wie in den frühen Morgenstunden. Niemals mehr in den ganzen anderen 21, 22, 23 Stunden, die danach folgen, ist die Zeitqualität so hoch wie ab 4 Uhr morgens. Ja, ab 4 Uhr morgens, nicht unbedingt, aber ab 4 Uhr morgens beginnt die ideale Zeit nach dieser Bedingung hier, gute Zeit am Stück, um zu lernen. Ja, also gute Zeit am Stück finden Sie ab, es muss nicht unbedingt um 4 Uhr sein, aber ab 4, schauen wir das so, ne? 4 Uhr morgens. Ab 4 Uhr morgens. Und dann können Sie entsprechend disponieren, so wie ich das gerade beschrieben habe. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.